Freunde, brandaktuell, ihr habt es hoffentlich alle gesehen, das erste Video, alle Infos zur Staffel 2 von Seven Rows Wide kam gestern auf dem Live-Kanal. Wer es noch nicht gesehen hat, das vielleicht erstmal als erstes gucken. Und heute geht es in dem zweiten Ankündigungsvideo um die Wildcard. Du da draußen kannst dabei sein, ein vielleicht eventueller Zuschauer, wer auch immer, der da draußen einfach irgendwie Bock hat. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, ist auch immer nicht alles so einfach, wie man das am besten macht. Aber wir haben schon damals bei Staffel 1 gesagt, wir wollen jemanden aus der Community dabei haben. Das ist irgendwie geil. So, wir wollen euch damit einbeziehen, irgendwie einen Bewerbungsprozess machen. Ich will mir das auch angucken im Stream. So, das ist ja irgendwie YouTube. Wisst ihr, das macht ja dieses Medium aus. So, und das ist, glaube ich, auch das Geile. Es ist nicht einfach nur linear konsumieren, okay, sondern es ist irgendwie eine Gemeinschaft und ja, ich rede mich um heißen Brei, aber das ist das, worauf ich Bock habe. Also, kommen wir mal zu den Fakten zum Thema Wildcard. Also, wir haben einen Wildcard-Platz, männlich, weiblich und, egal, männlich, weiblich oder irgendwas anderes, je nachdem, wie ihr euch fühlt, wer ihr seid. Und das Mindestalter muss natürlich 18 sein. So, das erstmal ganz grob, ist ganz wichtig. Auch hier als Info, ich habe wieder ein kleines Dokument, wo ich ein bisschen was mir Stichpunkte aufgeschrieben habe, damit ich auch nichts vergesse. Ja, wir arbeiten ja hier professionell. Eine wichtige Sache, gleich vorweg beim Thema Wildcard. Und zwar, wir wollen keinen großen Influencer. So, weil das ist unfair. So, der hat seine Community, die bringt da mit und dann, ja, haben die anderen keine Chance irgendwie. Und dann wird das zu sehr gepusht, wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, wenn ihr euch bewerbt, dürft ihr auf einer auf der größten Plattform, die ihr habt, also Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer, maximal dort, auf der größten, die habt, maximal 10.000 Follower haben. Weil wir einfach sagen, nein, wir wollen schon irgendwie jemanden, der kein Influencer ist oder irgendwie Social Media mäßig aktiv ist, irgendwie einen Platz geben. Das soll einfach, was heißt normal? Jemand normal ist vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt. Mal gucken, das schauen wir mal. Genau, also keine großen Influencer und auf Social Media Plattform maximal 10.000 auf der größten Plattform. So, es geht darum, dass ihr eine Bewerbung dreht, eine Videobewerbung. Ganz wichtig, und zwar, wir lassen das Ganze unter dem Hashtag 7 vs. Wildcard. Ne? Versteht ihr das Wortspiel? 7 vs. Wildcard, wegen Wildcard. Ne? Ihr findet es eingeblendet, ihr findet es unten nochmal in der Videobeschreibung. Dieser Hashtag muss zwingend in den Titel. Ja? Ihr könnt natürlich irgendwas davor schreiben, bla bla bla. Keine Ahnung, meine Bewerbung für blablabla, aber hinten dran immer irgendwie in den Titel muss 7 vs. Wildcard rein, weil nur so finde ich das Ganze dann. So, jetzt haben wir auch lange hin und her überlegt. Machen wir irgendwie eine Minute, machen wir 5 Minuten, was müssen die Leute machen? Sollen die was drehen, Bushcraft, eine Challenge, stellen wir den Challenges? Und wir haben gesagt, nee, wir wollen es ein bisschen offen halten. Und zwar haben wir gesagt, pass auf, ihr müsst ein 8 Minuten Video drehen. Und zwar geht es darum, in diesem 8 Minuten Video ein Abenteuer eurer Wahl zu filmen und zu dokumentieren. Das Ganze muss ein fertig geschnittenes Video sein. Es geht nicht um irgendwelche krassen Videoeffekte, Einblendungen, blablabla. Könnt ihr natürlich alles machen, wenn ihr wollt, ne? Aber muss nicht. Aber es muss schon geschnitten sein, jetzt nicht irgendwie so ein One-Take oder so. Also 8 Minuten, worum geht's? Und zwar, es geht darum, dass du da draußen in deiner 8-Minuten-Bewerbung für Seven Rows Wide Staffel 2 uns als Community, als Zuschauer und das Orga-Team mit auf ein Abenteuer deiner Wahl nimmst. Und das kann aus dem Outdoor Bushcraft Survival Bereich sein, so, wenn du das möchtest, wenn du da kommst, wenn du dich dort wohlfühlst, oder auch etwas ganz anderes. Und das möchte ich mit Absicht nicht definieren, so, weil ich auch Leuten eine Chance geben möchte, die vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen, die aber sagen, ey, ich finde diese Challenge geil. Ich habe mit Outdoor Survival nichts am Hut, aber ich kann zum Beispiel das und das. Oder ich komme da und daher. Ich sage mit Absicht, bringe ich keine Beispiele. So, ne? Also mir ist wichtig, ihr könnt ruhig Outdoor Survival-mäßig irgendwas machen. Egal, generell, Outdoor-Bereich ist riesig. Ihr könnt aber auch was ganz, ganz anderes machen. Ja? Und es geht uns darum, dass ihr kreativ seid. Seid kreativ, überlegt euch irgendwie was. Ja? Geht vielleicht auch ein bisschen an eure Grenzen irgendwie, weil darum geht es ja auch bei Seven vs. Wild, eine Grenzerfahrung zu gehen. Deswegen sucht euch vielleicht auch ein Abenteuer raus, wo ihr sagt, da gehe ich irgendwie auch meine Grenzen. Ja? Beschreibt das, erklärt das, ja, und zeigt einfach, was in dir steckt. Zeigt, was für ein Typ du bist. Genau, ganz wichtig, nochmal, was heißt nochmal? Nee, überhaupt erstmal, bringt euch dabei natürlich nicht in Gefahr und macht nichts Illegales. So, ja. Und jetzt, dass ihr das ein bisschen versteht, ist, worauf kommt es an? Worauf achten wir? Worauf achtet die Community? Wie auch immer. Ne?
Also ihr wisst, ich soll ein 8-Minuten-Video drehen über Abenteuer meiner Wahl, egal was auch immer und so weiter. Ein bisschen an Grenzen gehen, kreativ sein. So, worauf achten wir? Wir achten natürlich erstmal, also meine Wenigkeit, aber auch das Orga-Team im Hintergrund. Einfach die Infos zur Person. Was ist das für eine Person? Ja? Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Was ist das für ein Charakter? Wie ist der so drauf? Was zeichnet den aus? Was sind seine Stärken, seine Schwächen? Wie auch immer. Ist der kreativ? Ist der lustig? Und so weiter. Ja? Ganz wichtig, Umgang mit der Kamera. Wir drehen dort ein Format für YouTube. Natürlich musst du irgendwie mit einer Kamera umgehen. Wir müssen ein Gefühl dafür kriegen, ob du mit einer Kamera sprechen kannst, ob du ein paar coole Aufnahmen machen kannst. Es geht natürlich nicht um irgendwelche übercinematischen Sachen. Ne? Ihr wisst selber, wir filmen mit Actioncams. Aber man kann auch kreativ werden, sich die Kamera mal an den Kopf machen, mal mit einem Stativ aufstellen, mal unter Wasser gehen, keine Ahnung. Ne? Also einfach zu gucken, wie geht die Person mit einer Kamera um? Kann die vor der Kamera interagieren? Weil das ist natürlich wichtig bei so einem Format. Ja? Es soll ja auch unterhalten sein und ja, eigentlich selbst erklären. Was haben wir noch aufgeschrieben? Natürlich eine gewisse Sympathie irgendwie da sein, ne? Ein Charaktertyp. Das kann egal, in welche Richtung das geht. Das ist nichts Festes. Ne? Aber natürlich wollen wir da keine Schlaftablette haben, sondern wir wollen jemanden, der irgendwie ja, Energie hat, der auch kreativ ist vielleicht. Ne? Vielleicht bist du auch auf deinem Abenteuer ein bisschen kreativ oder in deinem Videoschnitt, wie du willst. Was uns auch wichtig ist, und deswegen haben wir das mit draufgeschrieben, ist die Community-Meinung. Ja? Also, was sagt die Community zu dem Video, zu der Bewerbung? Was sagt die Community in den Kommentaren dazu? Was sagt die Community in den Streams dazu? Ich werde mir natürlich einige Bewerbungen angucken, da kommen wir gleich drauf, und das kann ich eigentlich jetzt schon mal sagen an der Stelle. Ich werde mir einige der Top-Bewertungen im Stream anschauen. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr postet das, dann wird das Orga-Team anfangen, die Sachen alle durchzugucken, zu checken und dann gewisse coole Bewertungen mir zu geben, und die gucke ich mir dann im Stream an. Ne? Es wird, nicht falsch verstehen, sicherlich auch einige Bewerbungen geben, wo man sagt, ey, sei mir mal nicht böse, aber du hast hier gerade nicht so richtig zugehört, was wir suchen, ja, aber trotzdem danke. Ne, nicht falsch verstehen, nicht böse gemeint, aber es geht darum, dass ich mir dann quasi einen Ausschnitt oder einige Bewerbungen, die Top-Bewerbungen irgendwie im Stream anschaue und wir dann auch gucken, wie reagiert der Chat drauf, was finden die cool, wen finden die besser. Einfach die Community-Meinung ist uns wichtig. Ich persönlich kann mir im Stream natürlich nicht alle Bewerbungen angucken. Ich weiß nicht, wie viele das werden. Werden es 10, werden es 100, werden es 500 oder 1000? Ich kann mir keine 500 8-Minuten-Bewerbungen angucken. Geht ja gar nicht. Deswegen haben wir auch das Orga-Team im Hintergrund, die das quasi alles quasi prüft. Und ich gucke mir einen Teil, einen Ausschnitt davon an. Natürlich, vielleicht kommt im Stream auch mal eine Info. Hier, hast du den schon geguckt? Übelst geil, guck dir das mal an oder so. Also, Community-Meinung ist uns wichtig. Und deswegen sind wir ja auch mit Staffel 2 übrigens auf YouTube geblieben, ne? Weil ich das irgendwie geil finde, das macht mir Spaß. So, nächster Punkt, worauf achten wir? Ja? Passion, Feuer. Also, brennt eine Flamme in dieser Person? Hat diese Person eine Leidenschaft für dieses Projekt? Merkt man das? Warum hat die das? Will die das unbedingt? Kommt das rüber? Ja? Das ist eine Sache, die uns auch noch wichtig ist. Die Person muss natürlich im August und September irgendwie für 2 Wochen Zeit haben, ja, selbstverständlich, den Termin gibt es natürlich dann final, wenn dann wirklich alles feststeht. Auch ein Punkt, Zuverlässigkeit. Ja, da kann man jetzt nur hoffen, dass es so passt, aber du solltest, wenn du dich bewirbst, absolut zuverlässig sein. Ja? Also, wenn das Ganze zugesagt wird, wir irgendwie, keine Ahnung, alles organisieren und dann wird kurz vorher abgesagt, weil, ja, keine Ahnung, ich habe doch keinen Bock. Schwierig. Also, wir suchen natürlich zuverlässige Personen. Ganz wichtig, körperlich fit muss natürlich schon sein. Wir suchen keinen Extremsportler, ne? Nicht falsch verstehen. Da kann jeder sich bewerben, wie er will. Egal, ob groß, klein, dick, dünn, keine Ahnung, ist scheißegal. Aber ein bisschen körperlich fit musst du schon sein für so eine Extrembedingung, würde ich sagen. Genau, das Video muss ein vollständig geschnittenes Video sein, das haben wir natürlich schon gesagt. Und ganz wichtig, beim Thema Musik, weil bitte hier keine GEMA, sonst was Musik nehmen, wenn ihr da Musik einbaut, weil dann kann ich es mir auch nicht angucken. Gut, ich gucke mal durch. Was haben wir noch? Genau, das Orga-Team im Hintergrund, nicht ich, sondern das Orga-Team, wird final entscheiden, wer wird der Wildcard-Gewinner. Das wird natürlich alles bekannt gegeben, aber die gucken dann einfach über die ganzen Kriterien, was ich gerade alles erzählt habe, wer passt dort am besten rein. Es geht nicht darum, wer der krasseste ist, die heftigsten Skills hat oder was auch immer, ja, sondern es geht darum einfach, wer ist interessant, spannend und bildet zu den restlichen Teilnehmern einfach, passt da gut rein. Und das entscheidet das Orga-Team. Als letzten Step wird es dann mit dem finalen Gewinner natürlich im Hintergrund noch Gespräche geben. Ist klar, das wird natürlich alles dann nochmal abgesprochen mit dem und so weiter, wie das ablaufen wird, ist selbstverständlich. Ja, Freunde, Wildcard.
Ihr könnt dabei sein. 8-Minuten-Video. Ich freue mich mega drauf. Ich wollte gerade sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. So, wir haben auch keine Rahmenbedingungen, wann das Ganze zu Ende ist. Irgendwann haben wir einen Wildcard-Gewinner und dann ist er da. So, also von daher, dreht ein geiles Video, macht was, haut das raus auf YouTube, Hashtag 7 vs. Wildcard. Dann gucke ich mir die Sachen teilweise im Stream an. Ich habe ultra Bock drauf. Ich bin mega gespannt, die Gesichter hinter der Community zu sehen. Vielleicht auch kurz sagen, ey, was hat euch gefallen? Staffel 1 am besten. Warum? Wie kommt ihr zu dem Thema? Blablabla. Ich freue mich drauf. Einfach dieses Projekt mit euch gemeinsam quasi auf ein nächstes Level zu bringen. Und ja, morgen auf dem Live-Kanal kommt ein nächstes Video zu den Teilnehmern der Staffel 2. Wir haben mich, wir haben die Wildcard und da sind noch 5 andere Plätze. Was ist mit diesen 5 anderen Plätzen? Und genau das klären wir morgen hier auf dem Kanal. Fritz, Meinecke live. Hier werden wir über alle Hintergrundinfos zur Staffel 2 uns unterhalten, berichten, uns die Videos angucken, wie auch immer. Da gehen wir morgen noch ein. Deswegen Kanal abonnieren, Daumen nach oben, wenn euch das Projekt jetzt schon gefällt, ihr auch Bock drauf habt. Und ja, wir sehen uns morgen.